Erster Gang. Es ist ein Risiko. Ja, Haki ist tot. Hunger trieb mich noch höher. Bis zum Gipfel. Und dort, unter den Wolken, traf ich Gott! Haki, schön, dass du kommen konntest, aber setz dich, entspann dich. Also, ein paar Fragen, sagtest du, wie interessant. Sie waren also alle im Hinterhof und tatsächlich, in der Hitze des Tages, grillten sie ein ganzes Schwein über einem Holzfeuer auf einem dieser elektrischen, selbstdrehenden Bratspieße, diese, die sich von selbst drehen. Von selbst drehen. Es war ein netter Kerl, circa 70 Kilo mit aus den Ohren sprießenden Haarbüscheln. Pucki beugt sich über ihn schwitzend und streicht ihm den Rücken mit einer goldenen, dünnen Flüssigkeit ein. Na sowas, Sir. Sie kommen gerade recht. Ich wollte eben anfangen zu tranchieren. Ich kannte niemanden in Erwins Hinterhof. Ein paar alte Damen waren da, eine Brut quiekender Kinder. In der Ecke standen vier oder fünf Polizisten in Uniformen, ohne Mütze und Bier trinkend. Ich sah einen, der aussah wie Erwin, nur noch größer. Erwin stand da und wetzte gerade zwei blanke Messer. In was möchtest du begraben werden, Philipp? Nicht begraben. Verbrannt. Aufgehen in Flammen und Rauch. Wusch! In was möchtest du verbrannt werden? In dem marineblauen Seidenanzug, Mama. Und dem Armani-T-Shirt. Und den Gucci-Schuhen. Achte bitte darauf, dass die Falten in der Hose gut gebügelt sind. Und spiel Nirvana. Mama? Ja, Philipp? Ich hab dich lieb. 3, 2, 1, Action! Liebt ihr nicht auch die Art und Weise, wie alte Leute immer den Nagel auf den Kopf treffen? Meine Mutter, Gott segne sie, ist 85 und sie ist wirklich winzig. Ihr selbstgezogenes Gemüse aus dem eigenen Garten macht sie in Essig ein. Sie schneidet Gurken, Zwiebeln, Blumenkohl und sagt zu mir, Lauren May, ich denke bei uns, also bei uns Amerikanern, ich denke irgendwie, seit irgendwann geht es ans Eingemachte. Ich habe gehört, du hast gebeten, in den aktiven Dienst zurückzukehren. Mich würdest du da nie wieder hinbekommen. Nie im Leben. Hab dabei hässliche Dinge gesehen. Du ja sicher auch. Dinge, die ich nicht weitererzählen könnte oder möchte. Stücke von Kindern mit abgeschnittenen Schwänzen. Ein Haufen toter Frauen unter einer Wolke von Fliegen wie ein Haufen von roter Lumpen. Ihre Kehlen durchgeschnitten. Die Kehlen durchgeschnitten. Genau wie deine Ma, hä, Sammy? Genau wie deine alte Dame. Wieder da. Also? Nach all der Zeit? Nach all der Zeit? Bist du wieder da? Bin ich wieder da? Ich liebe dich. 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 Hält dich, Pucke, auf hier. Mein Gott, diese Verschwendung. Das Wasser ist wieder zurückgekehrt. In den Häusern dreht man jetzt wieder am Wasserhahn.